Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu World's End Club. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück nochmal zu World's End Club. Ja, jetzt ist endlich die Vollversion draußen. Ich durfte den ganzen Tag warten, dass ich das Spiel spielen konnte. Ohne Witz, ich nehme gerade am selben Tag auf, an dem es rauskommt und... Sie haben erst um 19 Uhr die Idee bekommen, das Spiel mal öffentlich zu machen. Normalerweise bei den Switch-Spielen ist es nämlich so, dass die Spiele um 8 Uhr verfügbar sind. Oder alle spätestens um 12, aber nicht erst am Abend. Zusätzlich durfte ich es dann nochmal eine Stunde installieren. Das heißt, bei mir ist es gerade, und das ist nicht gelogen, 21.45 Uhr, weil ich durfte von Anfang an nochmal alles neu machen. Aber das hat einen Vorteil gehabt. Ich mache mal übrigens auf Pause. Ich kann euch nämlich direkt zeigen, es gibt nämlich ein neues Feature jetzt bei der Vollversion. Nämlich ein Sticker-Album. Man kann jetzt Sticker überall sammeln. Die sind irgendwo in der Map versteckt. Ich habe auch mittendrin aufgenommen, während ich hier den ganzen Schmarrn nochmal machen musste. Und zeige euch jetzt zum einen, was passiert, wenn man zu Aniki läuft. Das habe ich auch mal eben kurz aufgenommen, weil ich eh nochmal neu machen musste. Ihr wolltet ja unbedingt wissen, was dann passiert. Und ich zeige euch zum einen noch, wo die Sticker waren. Und ich habe tatsächlich am Ende auch nochmal hier statt dem Roboter auch mal hier die Türoption mal gemacht und zeige euch auch da, was passiert. Also, wir sehen uns gleich. That's the spirit. Hey, I just said that info is what it's all about in this game, right? The thing is... The only one who's gonna get the info now is me. Man, you're gullible. You shouldn't be so trusted. I thought you were smart. It's why I wanted to take you out first, but it looks like I had you all wrong. So Leute, jetzt habt ihr es gesehen. Aniki hat einen dann wirklich einfach zu Boden geschlagen. Die Sticker brauche ich ja nicht ansprechen. Ihr habt gesehen, wo sie waren und wie ich sie eingesammelt habe. Und man konnte nur den Roboter aussuchen. Finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so eine Arschloch-Ende gibt, wo man einfach alleine geflüchtet ist. Ich weiß, es ist gemein, aber es wäre trotzdem irgendwie unterhaltsam gewesen. So, jetzt aber wieder zurück zum Spielgeschehen. Ach ja, und ich versuche natürlich diesmal keine 40-Minuten-Folge zu machen. Das war wirklich absolutes Not. Ich hatte nämlich noch 40 Material und da gab es halt nichts, was ich rausschreiben konnte. So, hey, kann ich dich was fragen? Obwohl, ich wollte nicht vorlesen. Warum sind hier überall Ranken, Blumen und sonst was? No one in this town.
Ich hätte andere Fragen gestellt. Sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ja, die denken auch anders. Ja, hier ist niemand. Gute Frage. Ich kenne mich in Japan nicht aus und kenne keine Städte außer Tokio. Ja, das klingt logisch. Ich glaube, das ist die Stadt, wo ihr hin wolltet. Irgendwas ist ja auch auf dem Boden gekracht. Das haben wir beim ersten Part gesehen. Keine Sorge, ich vergesse die Playlist nicht. Ja, das ist mehr als Gott verlassen. Das ist schon überwuchert. Ach ja, im Übrigen, da habe ich auch auf die Kommentare direkt geantwortet. Bei Rachel, warte mal. Dafür muss ich sogar einmal kurz reinzoomen, sonst versteht keiner, was ich gleich sage. Ich habe überhaupt nicht auf die Augen geachtet, weil in den Kommentaren stand, Mann, der Junge hat ja echte Deutschland-Augen. Und jetzt habe ich das erst bemerkt, beziehungsweise ich habe das erst bemerkt, als er es in die Kommentare geschrieben hat. Also nochmal, herzlichen Glückwunsch an dich, dass du darauf geachtet hast. Seine Augen sind halt echt wie die Deutschland-Flagge gefärbt. Das habe ich beim letzten Mal echt nicht mitbekommen. Das muss man einfach mal eben kurz ansprechen. What if it was a nuclear war? Nee, bei einem Atomkrieg wäre alles verstrahlt und die Häuser wären zerstört, nicht überwuchert. Virus klingt schon eher richtig. Maybe it was that meteor? Der Meteor könnte auch eine Möglichkeit gewesen sein, aber auch dann müsste hier eigentlich mehr Zerstörung herrschen. Weil... je nachdem, wo ein Meteor einschlägt, ist die Auslöschung höher. Wenn es zum Beispiel mitten im Meer einschlägt, in der Nähe von der Küste, dann wären wir Fratze. Je nachdem, wie groß der Meteor ist. Ich kann euch jetzt nicht groß erklären, wie die Rechnung dazu ist, weil die ist sehr, sehr kompliziert. Stellt euch einfach mal nur so vor, wenn jetzt so ein Meteor... Größe des Mondes auf den Marianengraben fallen würde. Allein das würde uns schon ausrotten. So, jetzt habe ich aber mal genug geschwafelt. Die X-förmigen Dinger, die wären auch noch eine Möglichkeit. Das Spiel ist ein Rätselspiel. Ich darf rumrätseln. Wofür steht das X? Warum kann Rachel eigentlich nicht reden? Ich weiß ja, Protagonist, aber trotzdem. Ich habe in dem Nachtrailer gesehen, das habt ihr auch zum Teil gesehen, dass man auch die anderen Charaktere spielt. Also sind auch die anderen Protagonisten oder Antagonisten. Was siehst du? Du willst uns nicht veralbern, ne? Wir haben das Schicksalsspiel hinter uns mit der kleinen PLOP, die wir hoffentlich nie wiedersehen müssen. Oh, it's just a billboard. Du hast uns wegen der Werbetafel aufgeschreckt. Was steht denn da drauf? Kagoshima. Woher soll ich denn das wissen? So, Kansai sucks at reading and geography. Ja. Kogashima. Ich wusste, dass du nicht der Hellste bist. Du machst die Rätsel schon mal nicht. Kagoshima is a prefecture in southern Kyushu. Wir kriegen Erdkundeunterricht, Leute. It's 950 kilometers from Tokyo as the crow flies. Nork. 1200 Wir haben also über 1000 Kilometer hinter uns. Yeah. That's why we're all surprised. We were going to Kamakura,
So how did we end up in Kagoshima? Also wir haben einmal ganz Japan mit diesem Meteor durchkreuzt. Oder der das U-Boot. Könnte sein, dass wir bei der einen Stadt unter dem Meer waren, aber durch die Strömung darüber gerissen wurden. Ist auch möglich. Oh, wir haben jetzt eine Karte im Pausemenü. We were heading to Kamakura on the bus. And the meteor came down. Ja, da war dann ein Meteor. Ja, wir waren dann in dem Unterwasser im Themenpark und haben dann eine Runde Saw gespielt. Das wird noch der Insta-Joke. Wir sind dann entkommen und dann sind wir in dieser Stadt gelandet. Naja, eigentlich sind wir am Strand gelandet, aber die Stadt scheint da direkt neben gewesen zu sein. Ich frag mich wirklich, was passiert ist. Oh, maybe the mastermind would know. Wer ist denn jetzt das Superhirn? The one who forced us to play the fate game. Pai müsste es doch wissen. Seriously? Sag jetzt bloß nicht, Pai hat das Gedächtnis verloren. Yes, you did. So who's the mastermind? Pai? Das war dann wohl der... Nein. Der Helm hat das Gedächtnis wirklich gelöscht. The helmet fell from the ceiling, and I remember... Hey, I didn't sweep you up in my arms. Doch, hattest du. It's so weird. It's like the memory about the mastermind has vanished from my... Hold on. Could she be trying to cover for them? Pai? I'm not. Or maybe Pi. Bitte. Give me a break. Vielleicht wollte sie sich auch nur aufspielen. So you're telling the truth, huh? I can tell a liar just by looking them in the eye. Okay. Entschuldigung übrigens, dass ich Jenno die ganze Zeit falsch gesprochen habe. My dad's a doctor. You don't believe me? Okay. That doesn't give you the power to detect lies. Anyway. Wer weiß? It looks like Pai really can't remember anything about the mastermind. She took a big hit to the head back there. Ach, toll. So, in other words, nur durch diesen Schlag auf den Kopf haben wir jetzt hier wieder Superhirn unter uns und wir wissen nicht wer. I guess so. Ach toll, gerade wenn man denkt, ja, jetzt habe ich mal super Informationen. We've known each other a long time now. Pai wouldn't lie to us. Ja, Pai würde uns nicht anlügen. Haben wir ja im Themenpark gemerkt. Right. Just a second. Ja, einen Augenblick. Mojim, was hast du? Es ist hier keiner mehr da. Well, I mean, the whole thing's so crazy. There might be zombies around or something. Oh, Mojim, you're such a chicken. Möglich ist momentan alles. Yeah, the M in Mojim must stand for mouse. Kann sein. Right. Bleib lieber bei deinem Sport. No, the M doesn't stand for mouse. Wofür steht's denn? The M stands for macho. I'm a macho hero. Come on. Nope. Don't make me laugh, little mouse. I saw you pee your pants because of lightning. Hero my butt. Ich bin aber auch nicht viel anders. Wenn ich einen Blitz direkt in meiner Nähe habe, bin ich auch nicht der Held. A hero is someone that saves his friends, no matter. Ja, das hat Rachel gemacht. Das Spiel soll übrigens auch zur Hälfte Visual Novel sein. Also wir haben wahrscheinlich auch sehr viel zum Lesen.
Let's split into three groups. Okay, in drei Gruppen sollen wir uns aufteilen. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ready? Rock, paper, scissors, shoot! Und wer hat gewonnen? Great. That makes three teams. Okay, ich will bitte Pochi in meinem Team haben. We're Team Rock! We're Team Scissors. Auch eine Möglichkeit, seine Teams zu bilden. And we're Team Paper. Ja, Pochi ist in meinem Team, mein bester Kumpel. What about you, Aniki? Aniki wollte wohl nicht. Don't worry. I just ich glaube, er fühlt sich noch schuldig wegen dem, was da im Park passiert ist. Later. Looks like Big Bro is back in hater mode. Ja. Ja, musst du alle nicht gut verhalten. Tja. So. Wir haben auch in den Trailer gesehen, dass wir... Also, dass jeder von denen eine andere Fähigkeit hat, die er nutzen kann. Und durch den Start wissen wir auch noch, da kommt noch irgendwann noch eine andere Person hinzu. We'll meet back here just before sunset. Okay? Okay, kurz vor Sonnenuntergang treffen wir uns wieder hier. Ich bin ja wahrscheinlich durchgehend Rage schon, ne? So, meine Kumpels. Cool. Come on, Team, let's go. But where do we even start? Gute Frage. Rock is going west and Scissors is going north. Ja, dann gehen wir nach Osten. Okay. Then maybe Team Paper goes east. Yeah, yeah, cool. Na komm, Deutschland, Junge. Mal schauen, was hast du gefunden? Guys, hey, ach so, er hängt nur hinterher. Darf ich jetzt auch wieder laufen? Ich muss noch auf Stickersuche gehen. Oh, was soll denn da drüben sein? Ich glaube, ich habe das Gefühl, das wäre ein Video 20 Minuten plus. Ich glaube eher, dass da ein Tier sitzt. Steine? Nee, Müll. Warum hatten wir jetzt das Bild vom Kopf? Ach, weil ich werfen kann, ne? Achso, er ist ein Pitcher. Und dann darf ich selber zielen mit dem Stick. Dann kann er mit unglaublicher Wucht werfen. Und Kensei ist natürlich das passende Gegenstück. Er kann die dann wegschlagen. Okay. Ich will einmal die Karte auch mal ansehen. Oh, sag jetzt bloß, wir müssen einmal durch das ganze Land. Sieht jedenfalls so aus. So. Wir können uns ja den Go-Getters Club ansehen. Ich habe die Fähigkeit Big Leech Pitcher mit ihm. Von den anderen fehlen uns die Fähigkeiten. Von Kensei wissen wir, dass er irgendwie diese Better-Fähigkeit hat durch den Trailer immer noch. So, nehmen. Und da oben treffen. Ich will da treffen. Pam. Rachel. Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Einen Stein muss ich noch werfen. Uff! Da war ein Sticker drin.
Jawohl, hat sich jetzt schon gelohnt. Erhalten väterliche Telefonzelle. Steht zu den Stickern eigentlich auch noch irgendwas mit bei? Ein Set? Das ist gehört zu den Stickern, die ich in dem Park gefunden habe. Hosenklau. Ein seltsamer Kerl, der mit seinem Radar Unterwäsche lokalisiert und stiehlt. Wenn man ihm seine Hose wegnimmt, wird er wütend und wirft mit Scheren um sich. Okay, das war auch aus dem Park. Eine mutierte Mutter, die einst vergeblich versuchte, ihre Kinder zum Zähneputzen zu bewegen, fängt Feinde mit dem Schwanz und schrubbt dann ihre Gesichter mit ihrem Bürstenarm. So, der war bei Rachels Zelle. Electro Ranger Red. Anführer der Electro Rangers. Leidenschaftlich und gerecht. Sein einziger Fehler ist, dass er manchmal zu viel tun möchte. Und so sein Team in Gefahr bringt. Sieht cool aus. Es gibt halt einmal die seltenen und einmal die normalen. So, und jetzt den wir gerade eingesammelt haben. Der Vater von Handy Junior gibt sich gerne als Telefonzelle aus. Fängt dann nichts an den Passanten und versetzt ihnen Stromschläge. Aua. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Bei dem Spiel scheine ich auch mal wenig rauszuschneiden, nur reinzuschneiden beim ersten Part. Beziehungsweise beim vierten, weil die drei Demo-Parts sehe ich als zusätzliche Parts für What's End Club. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!